Gut, gestern Abend haben wir gesehen, wer hinter den Kulissen die Geheimorganisationen steuert. Und das, was wir in der Front sehen, das sollen wir sehen. Aber selbst da ist es ein Geheimnis und soll der Uneingeweihte nicht wissen, was hinter den Kulissen geschieht. Heute Abend will ich eine Organisation besprechen, die Freimaurer. Wer sind sie? Was glauben sie? Denn viele, viele Freimaurer glauben, sie gehören zu einer brüderlichen Organisation, die einander helfen, um ökonomisch zu überleben und die auch viel Gutes tun, viel Geld geben an vielen Hilfsorganisationen und dass sie im Prinzip, weil in den Logen gibt es eine Bibel, wenn man in einer christlichen Loge ist, wenn man in einer islamitischen Loge ist, gibt es einen Koran. Es ist ein religiöses, feines System und jeder tut eigentlich nichts Verkehrtes. Das ist, was die meisten glauben. 99% der Mitglieder sind überzeugt davon. Ist es so oder ist es nicht so? So, heute Abend werden wir sie selber reden lassen und dann schauen wir, ob es so ist oder ob es nicht so ist. Wir haben gestern Abend die Zusammenhänge studiert und gesehen, dass Babylon der Urheber ist, dann durch den Kabbalismus, dieses okkulte System des Glaubens, durch den Gnostizismus endgültig im Osten und im Westen mit der Verbindung hier durch die Templer zu den Jesuiten, zu den Freimaurern. Und wir haben gesehen, dass die Jesuiten die Freimaurer gegründet haben und dass durch die Freimaurerei vieles beherrscht wird, der Marxismus, die politischen Organisationen, die Banken und der Weltkirchenrat und dass hinter denen wieder eine noch größere Macht sitzt, die Ritter und der Jesuitenorden und das ganze System. Morals and Dogma, das ist die Bibel der Freimaurerei, Seite 817. Die Templer, da redet es von den Templern, wie andere geheime Orden und Verbündnisse, haben zwei Doktrinen gehabt, zwei Lehren. Eine verborgen und nur für die Meister. Und diese war Johannism. Also wir haben ein St. John's Hospital, wir haben die Johannsina, wir haben, das sind so viele St. Johannes Organisationen, die dazugehören. Und dahinter steckt noch eine geheime, okkulte Lehre. Und die andere, die öffentliche Lehre, war der römische Katholizismus. Das ist die beste Quelle, die es gibt. Kannst keine bessere Quelle kriegen. Morals and Dogma, Seite 817. Zwei Lehren. Eine für die Eingeweihten, eine nach draußen. Was der Katholizismus öffentlich so lehrt für das Volk, ist nicht die Innenlehre des Systems. Also wer waren diese Templer? Wieder mal das Zitat Morals and Dogma, Seite 820. Die Templer, sie wurden ja angeklagt und gestern Abend haben wir über sie geredet. Und in diesem Zitat wird behauptet, sie haben, es wurde behauptet damals, dass sie Dämonen angebetet haben und so weiter. Und dann erklärt er, wie Jacques de Molay endgültig zu Tode verurteilt werden. Und dann redet er hier weiter, aber vor sie zurechtgestellt wurden, hat dieses Haupt, Jacques de Molay, einen Orden organisiert, der nachher okkult, hermetische oder schottische Freimaurerei formte. Wow! Aus dem Mund der eigenen Reihen, der Führer, es kann gar nicht besser. Und dann, da ist ja noch viel, was dazugehört. Noch ein Zitat aus der gleichen Quelle. Der 32. Grad, der Freimaurer, der heißt Sublime Prince of the Royal Secret. Die okkulte Wissenschaft der alten Magi war versteckt in den Schatten der alten mystischen Religionen. Also die alte babylonischen und ägyptischen Religionen hatten versteckt in sich das alte okkulte Wissen der Magi. Dieses wurde so ein bisschen verbreitet und bloßgestellt, obwohl ein bisschen schief, durch die Gnostiker.
Und dann weiter, bisschen mehr, deutlich durch die Templer und dann endgültig durch die Riten der höchsten Freimaurer. Ganz eindeutig. Also hier kann nicht dran gerüttelt werden, das ist Freimaurerei. Es ist Okkult und es kommt aus dieser Quelle. Die hohen Freimaurer bekommen diese Bibel der Freimaurerei, Morals and Dogma, und die meisten lesen es nicht. Es ist ein schwieriges Buch zu lesen. Ich habe es ganz durchgelesen und ich rate keinem, so einen Quatsch zu lesen. Aber es ist wichtig, um zu wissen, wenn man solche Vorträge gibt, was die eigenen sagen. Gestern habe ich ja euch geführt zu den Templern und den doppelkopfigen Adler gezeigt in den verschiedenen Kirchen. Und was die Rosenkreuzler betrifft, sehen wir hier, dass sie auch diesen Tempelritual von Salomos Tempel haben mit den zwei Säulen. Aber das sind Okkult. Dieser angebliche Salomos Kult hat nichts mit Salomo zu tun, sondern mit Solomon. Solomon. Das sind die drei sprachigen Zusammensetzungen des Sonnengottes, der Namen des Sonnengottes in den verschiedenen Sprachen vom Osten, vom Ägyptischen und so weiter. Und die Freimaurerei ist untermauert durch diese okkulte Lehre der Rosenkranzler. Und die Rosenkreuzler haben ein System des Kabbals, des Sifferots, so wie Gott sich offenbart. Also die ganze Religion führt zurück zu dem Kabbalah. Der heilige Kabbalah, hier steht Morals and Dogma, Seite 97. Der heilige Kabbalah oder die Tradition der Kinder von Seth wurden durch die Chaldea, durch Abraham übertragen und so weiter und so weiter. Also er sagt, das ist die alte Religion und natürlich nennt er auch die Apostel und so weiter, die angeblich im Geheimen zu diesem System gehörten. Er sagt auch hier, es gibt drei große Lichter in den Logen. Das erste ist die drei Sifferots, das kommt von Kabbalah, das ist wie Gott sich offenbart und das ist, was der Kabbalah lehrt. Noch ein Zitat. Jede Loge ist ein Tempel der Religion. Es wird also eine Religion da verbreitet. Und Freimaurerei ist eine Religion. Also wir sehen, es ist eine okkulte Religion. Es hat einen okkulten Ursprung. Also können wir jetzt die Freimaurer selber fragen, damit wir nicht das sagen und einfach über die Freimaurer schimpfen, sondern sie sollen es selber sagen. Ist Freimaurerei eine christliche Organisation? Wenn es eine christliche Organisation wäre, dann könnte ja der Braham und der Moslem und so weiter nicht dazugehören. Es ist eine Illuminierung, das ist ein interessantes Wort, also nicht christlich. Freimaurerei ist nicht christlich und ist auch nicht ein Substitut dafür, eine Ersetzung dafür. Das sind alles Freimaurer-Zitate. Hier, der Kabbalah ist der Ursprung der Freimaurerei und die Philosophie der Freimaurerei. Und da gibt es viele Zitate in Morals and Doctor, die immer wieder hinweisen auf den Kabbalah und auf die Geheimnisse der Symbole. So die Symbole, die gebraucht werden, führen zurück zum Kabbalah. Der wahre Freimaurer ist nicht in einem Credo gebunden. Er ist also nicht ein Methodist oder ein Christ oder ein Jude oder ein dies oder ein das. Er ist alles. Alle Religionen zusammen in einem Topf. Manly Palmer Ho. Ich kann nicht immer die Zitate lesen, sonst dauert das zu lange. Und wenn Sie ein Freimaurer werden, dann haben Sie diese fünf Punkte, so wie sie zusammenkommen. Fuß zu Fuß, Knie zu Knie, Brust zu Brust, Hand zum Rücken und Mund ans Ohr. Es ist Geheimnis, es wird geflüstert. Und das ist das gleiche Ritual, was bei den Druden gebraucht wurde. Und in England natürlich, die Druden und die Drudenorden sind diejenigen,
die da das Maß führen. Und es ist auch das Gleiche wie der alexandrische Ritus. Alexandria, wie ich gesagt habe, in Ägypten war ursprünglich der okkulte Sitz für die Eingeweihten. Jetzt, was haben denn diese Eingeweihten alle geglaubt? Das müssen wir ja noch auch ausfinden. Und immer wieder hören wir vom Kabbalah. Was von der King James Bibel, die meist auf dem Altar steht, in jeder Loge, in jeder christlichen Loge. Hier ist die Antwort, from the Digest of Masonic Law. Also Freimaurerei hat nichts mit der Bibel zu tun. Es ist nicht gegründet auf der Bibel, sonst wäre es nicht Freimaurerei. Es wäre etwas anders. Also diese Bibel ist nur da als Symbol in der Freimaurerei. Und viele glauben, das ist eine christliche Organisation, da ist ja eine Bibel. Da wird sogar gelesen aus der Bibel. Toll. Aber es ist nicht da wegen der Bibel, es ist da als Symbol. Also wer ist Gott dann oder Jesus Christus? Nein, nein, die Menschheit in total ist der persönliche Gott. Mit anderen Worten, sie lehren Pantheismus. Pantheistus, wir sind alle Gott. Jetzt hier ist ein tolles Zitat aus Morals and Dogma, Seite 11. Die Bibel ist ein wichtigster Teil der Freimaurerei Loge. Nur weil es das heilige Buch der christlichen Religion ist. Die Hebräer, der Pentateuch in der hebräischen Loge, der Koran in der mohammedanischen Loge, die gehören zum Altar. Und eine von diesen und der Kompass und der Winkel, richtig verstanden, sind das große Licht, durch dem die Freimaurer gehen und arbeiten. Wow, das ist ja toll. Also, welches ist es jetzt? Ist es der Pentateuch? Ist es vielleicht die Bibel? Oder ist es vielleicht der Koran? Das ist doch eine gute Frage, ne? Jetzt der Koran, der behauptet, Jesus Christus sei nicht Gott. Im Gegenteil, er wird stark bekämpft als Gott. Jesus Christus ist nur eines der Propheten. Jesus Christus hat auch nicht eine magdliche Geburt gehabt, kam nicht von einer Jungfrau. Jesus Christus ist nicht Gott. Das lehrt der Koran. Der Pentateuch in der hebräischen Loge, ja, die glauben ja auch nicht an Jesu. Und der andere hier, die christliche Loge, die glaubt an Jesus Christus. Jetzt, welches von den drei ist das Wahre? Na, da muss man erstmal sich überlegen, was passiert in den Freimaurerlogen und wo wird der Schwur gegeben? Jetzt, wenn man in den Freimaurerlogen in den verschiedenen Graden hochsteigt, ist da immer ein Versprechen und ein Gelübnis. Und wenn man den 32. Grad erreicht, das ist der höchste Grad der Freimaurerei, dann gibt es noch einen Ehrengrad, den 33. Grad. Aber wenn man diesen 32. Grad erreicht hat, dann kann man einer Organisation beitreten, die heißen die Shriners. Die Shriners. Und das ist die Schau, die Elite der Freimaurerei, das sind die Superreichen. Das sind die, die durch die Straßen von New York marschieren einmal im Jahr und Millionen spendieren und ausgeben an Hospitälern und für Kinder, die krüpplich sind und was weiß ich, die spenden Philanthrope. Das sind die guten Menschen der Welt, die Reichen und die führenden Persönlichkeiten in der Welt. Viele Politiker sind Schreiner Freimaurer, viele Politiker. Und so ein Schreiner, der muss, wenn er Schreiner wird, auf dem Koran schwören. Und er muss schwören, dass Allah sein Gott ist. Nur so nebenbei gesagt. Das ist ja interessant. Also Freimaurerei, das sind alles Zitate, lehrt, dass Erlösung ist unsere eigene Sache.
Erlösung ist unsere Sache. Wir brauchen keinen Erlöser. Jeder Freimaurer muss sich selber erlösen. Every man in essence is his own savior and redeemer. Jeder Mensch ist sein eigener Erlöser und Retter. Der Autor Pearson sagt, the Masonic legend stands by itself, unsupported by history. Und dann erklärt er die Legende, wo sie einen Tod und eine Auferstehung haben in dem Freimaurer-Ritus. Und er sagt, das ist eigentlich Osiris, der auch starb und auferstanden ist, Mithra, der persische Gott, Bacchus, der griechische, Dionysius und so weiter. Und bei Attis und Phrygiens. Und er sagt mit anderen Worten, dass das die alte babylonische Religion ist. Und das sind natürlich Vorstellungen von Luzifer. Also ägyptische Symbole gibt es bei den Freimaurerei. Und dieser sogenannte Tod und Auferstehung hat zu tun nicht mit dem Tod Jesu Christi, sondern mit Osiris, der für uns litt und für uns auferstanden ist. Dann gibt es einige Symbole, so wie hier, das ist die Geschichte der Freimaurerei. Da sehen wir das Auge in dem Dreieck, auch das Symbol natürlich der Jesuiten. Wie wir gesehen haben, sind sie die Gründer und haben auch die meisten Verfassungen geschrieben. Andere Symbole. Die Symbole haben zwei Bedeutungen. Das sind alles Freimaurer-Zitate. Die Symbole haben zwei Bedeutungen. Die esoterische und die exoterische. Die esoterische Meinung, was das wahre und ist die wahre und ursprüngliche Meinung, wird nur verstanden durch ein Paar und wird eng behütet durch diese. Die exoterische Meinung wird sich erdacht und angepasst, so wie es notwendig ist. Und das kriegen die Massen. Also die meisten, die zur Freimaurerloge gehören, haben eine exoterische Erklärung. Aber die esoterische Erklärung verstehen sie oft gar nicht. So sagt auch da unten, dass die esoterische oft zu tun haben mit dem Sexualgottesdienst, so wie wir schon gestern Abend gesehen haben. Also Frage an die Freimaurer, und das ist ein Zitat aus Morals and Dogma, Seite 819. Wie gesagt, ich habe das Buch mit einem Kamm gelesen. Da steht alles drin. Werden Freimaurer, die Mitglied werden an der Freimaurerei, absichtlich in die Irre geführt, ja oder nein? Was sagt Morals and Dogma? Er sagt, the blue degrees, das sind die blauen gerade, das sind die untersten, sind der Außenhof des Tempels. Teile der Symbole werden da, an dem die neu eingeweiht werden sollen, gezeigt. But he is intentionally misled. Er wird absichtlich in die Irre geführt durch falsche Interpretationen. Es ist nicht da, für ihn, um sie zu verstehen. Es ist nicht gemeint, dass er sie versteht, sondern es ist gemeint, dass er glaubt, dass er sie versteht. Das ist ein interessantes Zitat, ne? In Englisch sagen wir, out of the horse's mouth. Besser geht's gar nicht. So, es ist ein Geheimnis, es ist ein hermetisches Geheimnis, es ist Alchemie. Und es ist genau das, was die ursprünglichen Hexer gelehrt haben. Es ist eine okkulte Lehre. Hier ist noch ein Zitat für die Freimaurer, das habe ich hier übersetzt. Ein Freimaurer in der Loge, der sieht die verschiedenen Symbole. Und er kann sie sehen, aber er versteht nicht, was sie heißen. Nur die Eingeweihten wissen, worum es geht. Also alle diese Symbole, was heißen die eigentlich? Was ist denn das? Was ist denn dieser hier, der Kornukopia? Was soll denn das? Was ist dieses hier? Was sind der Winkel und das Maß? Worum geht's? Wofür steht das Schwert? Was heißt das G? Das sind Fragen, die wir uns fragen müssen.
Well, im Sonnenkultus sehen wir, dass die Sonnengötter, das ist hier im Osten, in China, die Sonnengötter haben den Winkel und den Kompass und das Maß gebraucht. Und die Kirchen natürlich. Wir können auch manchmal sehen, wenn sie repariert werden, wer die Aufträge bekommt. Ist ja interessant. Freimaurersymbol. Und alle diese Symbole, was heißen die? Was heißt die Taube? Was heißt dieses Tau? Und was heißt der Winkel? Und was heißt diese Sickel hier? Manchmal ist es als Sense aufgezeichnet. Und dann gibt es Hammer und Sondergleichen. Das Auge natürlich, der Schlüssel, immer sehr wichtig. Da ist der Hammer. Hammer und Sense. Ist das richtig? Wer hat das Symbol gebraucht? Die Kommunisten haben das gebraucht. Hier ist von den Grand Officers die Juwelen. Und da sehen wir das X, das haben wir letztes Mal, gestern Abend schon gesehen. Das sagt Pike, ist das Symbol für den Gott Osiris oder Horus. Und da ist ein Kreuz, das verkehrt rum ist, das haben wir gestern Abend auch schon gesehen. Es ist Sonnen-, Mond- und Sternanbetung. Und so haben wir viele Symbole hier versteckt in diesen sogenannten Tracing Boards, die untersten drei Grade, wo ein Freimaurer sich dran beteiligt. Das G da, wird ihm erzählt, steht für Gott, aber heißt eigentlich die generative Kraft. Das heißt, es ist ein Symbol für den Phallus. Es gibt Schlangen in diesen Symbolen. Und die Schlange nach Freimaurerei, das ist Manly Palm Lahore, sagt, es ist das Symbol des universalen Erlösers, der die Welt erlöst. Also die Schlange ist der Erlöser. Und ich dachte, die Bibel sagt das Gegenteil. Ja oder nein? Okay. Hier haben wir das Symbol vom Totenkopf, das ist der Tod, und das Baby, das ist das Leben. Die Schlange mit dem Schwanz in dem Mund ist das Symbol für den Zyklus, der sich immer wieder erneuert, Reinkarnation. Die Schlange gibt Leben, die Schlange nimmt Leben, und Osiris, Anubis führt uns weiter in die neue Welt. Der doppelköpfige Adar ist Janus, er sieht nach vorne, nach hinten, der androgenische Gott, männlich, weiblich, alle diese Doppelbilder, die damit zu tun haben. Und natürlich all die alten Symbole für den Sonnenkultus werden auch hier gebraucht. Das ist das Symbol vom 32. Grad der Freimaurerei und es ist eine hermaphroditische Figur, sagt Morals and Dogma, also die höchsten Freimaurer, beten diese hermaphroditische, männlich-weibliche Figur an. Und da sind natürlich die Symbole von den Gottheiten, männlich-weiblich, das ist Isis und Osiris. Im Katholizismus wäre es umgesetzt in der Jesus-Figur und Maria. Und der Drache, natürlich, der besiegt wird, ist nicht hier der Böse, sondern eigentlich der Gute, der zum Drachen gemacht wird. Das ist eine ganz andere Sache. Also wenn man Freimaurer wird und man steigt hier in den Logen bis zum höchsten Rang, dann wenn man den 32. erreicht, naja, dann ist man ein Eingeweihter. Die meisten vom 30. Rang hoch sind die Inneneingeweihten. Bis zum 30. Grad hoch wissen sie entweder etwas oder gar nichts. Es ist interessant, dass sie manchmal, bei jedem haben sie ein Ritual, sie schwören zum Beispiel, dass sie Apollyon dienen werden, der in der Bibel ja nicht gerade als der Beste dargestellt wird. Der Jugendkreis der Freimaurerei heißt Demolays. Das ist ja sonderlich. Demolay war der Führer der Templer, der zu Tode verurteilt wurde wegen Sodomie und allerhand luziferischen Lehren. Und der Jugendkreis wird Demolays genannt. Was für ein Beispiel. Würdet ihr das tun?
Nein. Es ist interessant, dass Billy Graham gesagt hat, das ist die Elite der Jugend der Welt. Hm? Naja, interessant. Und die Meister werden anbetungswürdige Meister genannt. Ist das biblisch, ja oder nein? Ganz bestimmt nicht. Hier ist die Hauptquartier von der schottischen Rite. Da haben wir die Sphinxes mit den Schlangen. Ist also ägyptisch, die Freimaurerzeichen. Und wir werden viele erkennen. Dieses Doppelkreuz, Symbol von Horus, haben wir in der britischen Flagge. Das hier hat nichts mit dem Judentum zu tun, sondern mehr mit dem Okkultismus. Das hier ist sehr wichtig. Und wenn wir das Symbol hier auf den Drogen sehen, dann hat das nichts mit Mitsubishi und Volkswagen zu tun, sondern eher mit okkulten Symbolen dieser Gottheiten. Und wenn der Papst das anbringt auf seinem Jugendchor, hat das auch nichts mit Volkswagen zu tun. Das ist ein okkultes Zeichen. So wie sie auch gebraucht wurden hier durch Aleister Crowley mit ihren verschiedenen Ansichten. So rum männlich, so rum weiblich, so rum weiß, so rum schwarz, so rum illuminierter Luzifer, so rum Satan. Androgenisch, beides. Also wir können ihn in diesem System als Luzifer oder als Satan begegnen. Das Pentagramm, da ist ein Zitat, Dictionary of Mysticism, das sagt, ist für die Okkultisten das wichtigste Symbol, um die Geister hervorzurufen. Es ist ein mächtiges Symbol für die Mächte des Bösen oder Satans. Encyclopedia of Freemasonry, das ist ihr eigenes Enzyklopädie, die sagen genau das Gleiche, die fünf Punkte, und das Pentagramm ist der Stern der Magie, sagen sie, worüber sie Macht bekommen über böse Geister. Also er kann in der guten Form, so rum, auch der Adam Kadmon, der göttliche Mensch, denn wir, nach dieser Lehre, sind alle Gott, oder so rum, akzeptiert werden. Darum lehren Freimaurer, hier ist ein freimaurerisches Zitat, es ist wichtiger, dass Menschen, es ist weit wichtiger, dass Menschen streben müssten, um Christus zu werden, eher als dass sie glauben, dass Jesus Christus war. Habt ihr das kapiert? Es ist wichtiger, dass wir Christus werden, dass wir danach streben, um Christus zu werden, als dass wir glauben, dass Christus der Messias war oder dass er Christus war. Der Katechismus der katholischen Kirche, das ist Catechism of the Catholic Church, New York, Image Books, Seite 129, lehrt das folgende. Denn der Sohn Gottes wurde Mensch, dass wir Gott werden könnten. Ja, das ist ja interessant. Marvel and rejoice, we have become Christ. Freut euch, wir sind Christus geworden. Das ist eine okkulte Lehre, das ist die Innenlehre der katholischen Kirche. Die wird nicht an die große Glocke gehängt, man muss sie echt suchen. Manly Palmer Hall, 33 Grad Freimaurer, sagt, der Mensch ist Gott im Werden. Wir verbessern uns also und werden Gott. George Steinmer, ein Freimaurer, schreibt, sei still und wisse, dass ich Gott bin. Ich bin Gott. Alles in alles. Die Einheit des Selbst im Kosmos. Naja, wir sind Gott. Das ist die Lehre. Und wer hat denn diese Lehre gebracht von Anfang an? Wer war es denn? Es war Luzifers Lehre im Garten Edens. Hier ist Buck, Mystic Masonry. Der perfekte Mensch ist Christus und Christus ist Gott. Das ist unser Geburtsrecht und das Ziel der menschlichen Seele. Wir sind Gott. Also diese Symbole haben mit dieser Gottheit zu tun, und weil wir Leben hervorbringen,
leben wir auch ewig und durch Reinkarnation und diese Frucht des Leibes wird vermehrt und vermehrt und darum sind wir Schöpfer und Götter. The triangle mit einem Punkt nach, das Dreieck mit einem Punkt nach unten ist die Gottheit, Deities Triangle oder Wasser Dreieck. Mit dem Punkt nach oben ist es der irdische Dreieck. Und es symbolisiert den göttlichen Menschen. Also wenn eine Religion diese Dreiecke immer gebraucht, wissend oder unwissend, denn die meisten nehmen diese Symbole von der Zeitung runter oder vom Internet runter, das ist ein schönes Symbol, zack, zack, da ist es da. Man kann nicht immer sagen, dass die alle okkult sind, man weiß es nicht. Aber diejenigen, die dahinter stecken, die wissen das. So, wenn der Punkt nach oben ist in diesem Dreieck, dann steht es für Shiva, der Vernichter. Shiva, wenn wir die okkulten Schriften studieren, ist Satan. Satan. Und dann gibt es natürlich auch Osiris, dann ist er, oder Horus, dann ist er Luzifer. Aber es ist dieselbe Gottheit, entweder in der weißen Form oder in der schwarzen Form. Also die amerikanischen Staaten hier haben alle diese Symbole. Und dieses Symbol hier, sehen wir, kommt natürlich von den Maltesern. Und hier ist der Ordensstern von dem Orden des Oststerns. Und dieser Orden ist ein Frauenorden der Freimaurerei. Und der Stern ist verkehrt rum. Steht also für das Weibliche, steht für das Satanische. Und hier haben wir Co-Masonry. Co-Masonry ist Freimaurerei für andere außer weiße Männer. Denn ursprünglich wurden nur weiße Protestanten zugelassen in diesem Orden, denn die Jesuiten wollten die Freimaurerei gebrauchen, um die Protestanten sich zu unterstellen. Und Co-Masonry ist eben für schwarze Personen und auch für Frauen. Ja, also die Symbole, die wir in dieser Rite finden, sind von okkulten Ursprung. Hier ist der Hauptsitz für der Order of the Eastern Star, die weibliche Freimaurerei. Und das ist Prince Hall Freimaurerei. Da können wir auch sehen, wie es zusammengebaut ist, wie es zusammengestellt ist, was die Symbole sind, die skottische Rite. Das ist jetzt für schwarze Personen. In ihrer offiziellen Liste können wir solche schönen Namen lesen, wie Nelson Mandela zum Beispiel. Ja, und Knight Templar ist eins der, ist das höchste, die höchste Stufe vor der Spitze. Also haben wir natürlich wieder die Verbindung mit den Templern. Hier haben wir schwarze Freimaurer aus Florida, Rhode Island und so weiter. Und die Stufen, so wie sie veröffentlicht werden, sind die folgenden. Humanismus, dann die Jugendorganisationen, so wie Pfadfinder, YMCA, Rotaria, Lions Club, Odd Fellows, Blue Mason, York Rite, Scottish Communismus, B'nai B'rith, Jüdisches Freimaurerei, Konzil 500, Konzil 33, Konzil 13, und der Oberste, weil die Jesuiten es beherrschen, dann muss es der Papst sein, durch seine Arbeiter, wahrscheinlich der Führer der Jesuiten, das wäre jetzt Kolvenbach. Hier haben wir den Papst mit den Boy Scouts, mit den Pfadfindern. Die wissen natürlich nicht, dass das eine Freimaurerorganisation ist. Die wird nur gebraucht, um die neuen Freimaurer heranzuzeugen. Da sind sie vor dem Papst. Hier sind wichtige Persönlichkeiten in der weiblichen Freimaurerei. Helena Petrovna Blavatsky ist wahrscheinlich die wichtigste Urheberin von den okkulten Geschriften. Annie Besant und Alice A. Bailey werden ja heute großartig zitiert. Die haben die Organisation Lucifer Publishing Company gegründet, die nachher Lucifer
Lucis Trust genannt wurde. Das ist Helena Petrovna Blavatsky, so wie sie berühmt immer fotografiert wird, und das ist Alice A. Bailey. Die haben Theosophie gegründet, und darin wird gelehrt, dass wir Gott sind. Der Mensch ist unsterblich. Er ist der Schöpfer. Hier ist Brother Annie Besant. Denn wenn sie, genau wie ein Pharao, immer ein Mann sein musste, und Hatschepsut, die weibliche Pharaoin, ein Bart haben musste, weil sie ein Ehrenmann war als Pharao, so sind die Freimaurer Männer. Ob sie Männer oder Frauen sind, ist egal, sie sind Männer. Also Annie Besant wird genannt Brother Annie Besant, 33 Degrees. Interessant. Da war sie jung, da ist sie in vollem Freimaurer-Ritus. Das sind die Bücher von Alice A. Bailey. Sie hat sehr viele geschrieben, das sind total okkulte Bücher. Und die Gottheit, die sie verehren, ist Luzifer. Hier nehme ich euch mal in diese Freimaurerloge hinein. Da sehen wir ein paar interessante Symbole. Da ist das Hakenkreuz verkehrt rum, ägyptische Symbole des Gottes Ra. Wir sehen auch oft entweder eine Frau oder einen Mann als Mann- oder Frau-Figur mit dem Finger an den Mund. Und dann steht da hier bei dieser ein Schild, dass man gen Osten die Gottheit suchen muss. Und was sagt die Bibel darüber? Nicht gen Osten. Gut, wo kommt dieser Finger her? Und da ist der Gott Horus. Der wurde immer aufgezeichnet mit dem Finger zum Mund. Hier sind die Mützen der Freimaurer. Und der Oberste bekommt diese Mütze, und dieses Symbol auf dieser Mütze von diesem obersten Freimaurer, das sind meist 33 Grad Freimaurer, die steht für Baphomet. Das ist diese Satansfigur, die wir hier haben. Also das Symbol ist das Symbol Baphomets, und Aleister Crowley hat das auch getragen. Und hier ist die Hauptloge in Washington, Mother Supreme Council, da werden die Gesetze gemacht für die neue Welt. Und das Symbol an dieser Loge ist das Symbol Baphomets. Und diese Gottheit war natürlich androgenisch, männlich, weiblich. Und wir brauchen nicht alle diese Dinge weiter zu studieren. Es ist auch die ägyptische Dreieinheit, Isis, Horus, Seb. Er war weiß und schwarz in dieser Loge hier. Am Tagsüber erscheint er weiß, wenn es dunkel wird, erscheint er schwarz. Das ist ein besonderes System, was sie da gebraucht haben, um das überhaupt zu produzieren. Da gibt es einen ägyptischen Raum, weil es natürlich die Osiris-Lehre ist. Und da sehen wir doppelköpfige Adler, Schlangen, Skarabkäfer. Es gibt einen assyrischen Raum, weil diese Lehren kommen aus diesen okkulten Zeiten. Und diese Loge heißt Albert Pike Lodge Number 167. Also sie verehren den Albert Pike, und da ist auch ein Bild von ihm mit seinem 33-gradigen Schild mit den 33 Strahlen ringsrum. Und Albert Pike schreibt natürlich dieses gewaltige Werk Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry, das heute die Bibel der Freimaurerei ist. Er behauptet in seinen Zitaten, dass der Mensch über sich selbst wacht, dass der Mensch Gott ist, und das Enzyklopädie der Freimaurerei, das ich oft zitiere, kommt hier aus dieser Loge in Amerika. Auch ist die Freimaurerei verantwortlich für the New Age. Die ganze New Age-Bewegung wird gesteuert durch Freimaurer. Und hinter der New Age stehen natürlich wer? Wenn die Freimaurer es in der Front steuern, wer steuert es hinter den Kulissen? Die Jesuiten. Und das werden wir in den Vorträgen ganz deutlich noch sehen. Also der Mensch ist nur für sich selbst verantwortlich, steht in dieser Loge. Und hier haben wir auch diese Demolay-Gruppe, die Jugendlichen der Freimaurer. Die Rose ist ein Symbol Luzifers, sie wird gekreuzigt, die Rosenkreuzler. Die Katholiken beten ja auch das Rosenkreuz,
Und das ist ein Mantra, eine Wiederholung von Gebeten. Und weil es das Rosenkreuz ist, unwissend, ist es eigentlich Luzifer geweiht. Der mystische Tau, die Symbole Babylons, alle diese Dinge kann man finden. Der schwarze, weiße Adler auf dem mystischen Tau gekreuzigt. Da ist die berühmte Kornokopia. Ist diese Kornokopia wurde das Symbol von vielen politischen Parteien. Zum Beispiel die Nationale Partei in Südafrika, die verantwortlich war für Apartheid, hatte die Kornokopia als ihr Symbol, Freimaurersymbol. Und was sagen die Freimaurer über dieses Kornokopia? Ja, es ist the Horn of Plenty. Es ist doppelgeschlechtlich. Die Außenseite ist männlich, die Innenseite ist weiblich und die Frucht ist die Frucht des Leibes. Es ist Sexualritus, das ist Sexanbetung. Also hier steht Horus mit dem Finger am Mund und die verschiedenen Gottheiten und die sind natürlich Symbole für Luzifer und der wichtigste unter den Freimaurern ist natürlich Horus oder Harpokrates. Hier sitzt er auf dem Hexagon. Diese Gottheiten waren entweder im Viereck oder im Hexagon. Also wenn man zwei Dreiecke aufeinander setzt, so wie im Judenstern, dann haben wir den Hexagon. Wenn wir zwei Vierecke auf einer bestimmten Art und Weise zusammenstecken, dann haben wir einen anderen Stern und der wird natürlich gebraucht durch Islam. Hier ist Harpokrates und in der Hand hat er natürlich die Kornukopia. Es ist ein Sexualritus. Hier ist noch eine Loge. Da haben wir wieder das System, das ist männlich und das untere, der Winkel ist weiblich. Die Sonne ist ringsrum. Oben gibt es überall Yin-Yang und Doppelkreuze. Das ist der blaue Raum. Mit den drei Kerzen, das sind nur drei Kerzen in einer Loge. Der Norden ist immer im Düsteren. In der Bibel ist der Thron Gottes im Norden und das ist die Dunkelheit. Das ist das Böse. Gibt es einen roten Raum und natürlich die beiden Säulen haben obendrauf den Zodiac. Und dann, Astrologie ist eine Wissenschaft, die den Respekt der Gelehrten fordert. Es ist eine okkulte Wissenschaft und diese Wissenschaft ist eine göttliche Kunst. Freimaurer, Enzyklopädie der Freimaurerei. Was sagt die Bibel über die Astrologie? Was sagt die Bibel darüber? Dass wir sie meiden sollen, dass sie von dem Bösen ist. Hier wird sie herhochgehoben als etwas Gutes. Also die Loge ist die Welt und die Sonne und der Mond und die Sterne und so weiter sind Symbole dieser Gottheit. Und es ist Phallus-Anbetung, Enzyklopädie der Freimaurerei, Phallus-Anbetung. Hier ist der rote Raum und hier ist eine Zeremonie, wo dieser Freimaurer eingeweiht wird. Das sind immer nur drei Kerzen. Hier ist ein anderes Bild, männlich mit dem Finger zum Mund. Das sind Freimaurer-Symbole. Hier ist noch eine Einweihungszeremonie der Freimaurer. Und wenn die Parlamentler zusammenkommen, das ist ein Freimaurer-Ritus, der da ausgeübt wird. Verschiedene Handsymbole sind natürlich wichtig bei den Freimaurereien. Aber ich gehe nicht über Handsymbole und dergleichen reden. Wir lassen die Zitate bei dieser Serie reden. Eliphas Levi. Fragen wir jetzt die Freimaurerei direkt. Wer ist der Gott der Freimaurerei? Was ist mehr lächerlich, um zu sagen, dass Luzifer der Teufel ist? Luzifer ist doch nicht der Teufel. Unser intellektuelle Luzifer ist der Geist der Intelligenz und Liebe. Er ist der Parakletos, der Advokat. Aha. Freimaurer selber sagen, Luzifer ist der Advokat, der Erlöser, der wahre Sohn Gottes. Jesus Christus ist der Böse. Er ist Satan. Also wir drehen das ganze Evangelium rum. So die Goyim,
die Uneingeweihten, so wie wir hier sitzen, wir müssen Jesus Christus Lehre haben, denn die ist ja bekannt und steht in der Bibel. Und wenn wir das alles umändern, naja, dann regen sich die Leute auf. Aber die Eingeweihten, die hören die wahre Lehre. Luzifer ist Gott, Jesus Christus ist Satan. Spuck auf ihn, zerquetsch ihn, er ist nichts. Satan hat ihn, Luzifer hat ihn ja besiegt, hat ihn ans Kreuz genagelt, hat ihn durch die Unterwelt geschleppt und ihn ausgespuckt und er ist nach Hause gerannt zu seinem Vater. Das ist die Lehre der Freimaurerei. Und es ist eine ganz grauenhafte Lehre. Und ich habe es gesucht in all ihren eigenen Geschriften und überall findet man die gleiche Lehre. Wir haben nicht Zeit, um es alles zu sagen, aber hier sagt Secret Doctrine, Helena Petrovna Blavatsky, und sie schreibt es über und über und über neu und neu und neu. Luzifer stellt Leben vor, Gedanken, Fortschritt, Zivilisation, Freiheit, Unabhängigkeit. Luzifer ist der Logos, die Schlange, der Erlöser. Ganz eindeutig. Es ist Satan, der Gott unseres Planeten und der einzigste Gott ist. Man kann ihn anbeten als Satan und man kann ihn anbeten als Luzifer. Beide sind eigentlich diese gute Gottheit. Aber dann gibt es einen anderen Satan, der böse ist, und das ist Jesus Christus. Albert Pike selber sagt, Luzifer ist der Lichtträger, zweifle nicht dran. Er ist der Luftträger. Morals and Dogma, Seite 3, 2, 1. Glaub mir, es steht da. Noch eins. Der Teufel ist die Verpersönlichung vom Atheismus und Götzendienst. Und somit gibt es einen anderen Teufel, den sie nicht gut sprechen. Die Bibel sagt, Satan wird sich verstellen als ein Engel des Lichts. Und das ist genau, was er tut. In diesem Zitat sagt Albert Pike, dass alle Freimaurer vom 30. Grad bis zum 33. Grad es hören dürfen, dass Luzifer Gott ist. Luzifer ist ihr Gott. Unglücklicherweise, sagt er, ist Adonai auch Gott. Ja, Luzifer ist Gott, aber unglücklicherweise ist Adonai auch Gott. Oh, das ist jetzt interessant. Und vom 30. Grad höher werden sie eingeweiht, dass Luzifer Gott ist. Noch ein Zitat. Jetzt fragen wir mal, was glauben Sie von Yahweh, vom Jehova, der Gott der Bibel? Albert Pike, Morals and Dogma, Seite 102. Der wahre Name Satans im Kabbalismus ist Yahweh. Habt ihr das kapiert? Der wahre Name Satans im Kabbalismus ist Yahweh, umgekehrt. Für Satan ist nicht ein schwarzer Gott, aber ist das Negative von Gott. Für den Eingeweihten ist dies nicht eine Person, aber eine Kraft. Um Gott zu verstehen, sagt der Kabbalah, muss man ihn verstehen als ein okkultes Licht. Hier ist ein Magier, Arthur Edward White, das war ein Hexer, 33 Grad Freimaurer. Er schreibt hier an seinen Kaiser Lucifer, Meister und Prinz der Rebellion und Geister, und er fragt ihn, um ihn zu übernehmen und mit ihm zu kommunikieren. Manly Palmer Hall schreibt auch, wenn ein Freimaurer lernt, dass er die Schlüssel hat, um das Dynamo des Lebens, der Lebenskraft zu gebrauchen, hat er die freimaurische Kunst gelernt. Die feurische Energie Luzifers ist in seinen Händen und er strebt aufwärts nach oben. Also Luzifer ist diese Gottheit. Noch ein Zitat, Blavatsky.
Der Teufel wird jetzt genannt Dunkelheit durch die Kirche. Und die Bibel wird er, aber in der Bibel wird er genannt Sohn Gottes, der helle Stern, der frühe Morgenstern, Luzifer. Und dann zitiert sie Jesaja. Und dann sagt sie, da ist eine dogmatische Lehre. Für den Okkultisten ist Luzifer Gott. Und der andere, der sogenannte Gute, ist eigentlich der Böse. Blavatsky sagt, esoterisch gesehen ist Jehova die Schlange oder der Drache, die Eva versucht hat. Und der Drache ist im alten Glyphos das astrale Licht, welches Weisheit, which is the wisdom of chaos, die Weisheit des Chaoses ist. Also die biblische Lehre wird auf den Kopf gedreht. Esoterisch ist Jehova eigentlich Satan und die Schlange ist das blendende Licht der Illuminierten. Ist das nicht schrecklich? Wenn ihr nicht meinen, das ist so gottlästerlich, dass man es kaum fassen kann. Outside the circle about Jehovah, he is identified by all the Gnostics with evil. Jehova ist der Böse. Er ist nicht der Gute. Er ist der Sohn der Dunkelheit. Wow. Secret Doctrine, Seite 415. Die große Schlange im Garten Eden und der Lord God, der Herr Gott, sind identisch. Und so ist Jehova und Kain eins. Und er ist der Mörder und der Lügner. Also ich denke, die Freimaurer haben nicht viel am Hut mit dem Gott der Bibel. Er ist ein Mörder, er ist ein Lügner, er ist die alte Schlange, er hat alle verführt, er ist wie Kain, er ist nichts. Luzifer ist alles. Noch ein Zitat, Jehova, Secret Doctrine. Jehova, not to the serpent which spoke any words of sympathy and wisdom. Die Schlange hat nur Worte der Sympathie und der Weisheit gehabt. Jehova war der schlechte Gott. Darum, Jehova, der durch die Gnostics der Schöpfer alles genannt wird, ist die Schlange, Satan oder das Böse. Wow, interessant. Also binnen im Okkultismus kann man diesen Luzifer als schwarz und hell anbeten, aber da ist noch eine Lehre, dass es einen wirklichen Bösen gibt und das ist der Gott der Bibel. Sie hassen den Gott der Bibel. Er ist ein Fluch, er ist ein Monster, er ist ein Frankenstein. Ich meine, schlimmer kann man es ja gar nicht sagen. Naja, ich brauche sie nicht alles lesen, diese Zitate. Sie sind da, wenn jemand sie lesen will, auf dem Video. Esoterisch können wir also sagen, dass der Gott der Bibel ist der Böse. Und was sagen Sie von Michael? Michael ist Jehova und er ist eines der minderwertigen Geister. Interessant. Genau das Gegenteil, was die Bibel sagt. Die Gottheit des Alten Testaments ist Bosheit, Morals and Dogma, Seite 687. Kein Freimaurer hat eine Entschuldigung. Wenn Sie dieses Werk, was so kompliziert ist, um zu lesen, dass kein Mensch es lesen will, wirklich lesen würden, würden Sie wissen, worum Freimaurerei geht. Aber Sie lesen es nicht. Also esoterisch gesehen, ist die ganze Bibellehre auf dem Kopf. Und Ihre Luziferlehre lasse ich mal da, dass Menschen es sich betrachten können. Wir brauchen ja nicht jedes Zitat hier vorlesen. Es ist eine ganz schreckliche Lehre. Und in diesem Okkultismus werden die dunkelsten Dinge getrieben. Also wer darf dann wissen, worum es geht bei der Freimaurerei? Wer darf die Wahrheit wissen? Es wird geschrieben hier, Pike schreibt an den Haupt der Orden der Illuminaten, Manzini, wir werden einen Superritus gründen,
der unbekannt ist für die Welt, und wir werden nur die vom 30. und höheren Grad werden wir selektieren, und diese Brüder müssen alles streng geheim halten, und die werden endgültig die Welt steuern und die Welt regieren. Also die regierenden Mächte müssen 30 und höhere Grad Freimaurer sein. Das frage ich euch. Wenn man weiß, dass sie 33 oder 30 oder 32 Grad Freimaurer sind, wissen sie dann, dass sie Luzifer anbeten, ja oder nein? Ja. Jetzt müsst ihr verstehen, dass sie ihn Herr nennen, genau wie wir, dass sie sprechen von einer Wiedergeburt, denn in der Freimaurerei stirbt man und man hat eine Wiedergeburt. Sie singen genau die gleichen Lieder, die wir singen. Genau die gleichen Lieder, die wir singen. Aber sie singen sie zu einem anderen Herrn. Jetzt sage ich nicht, dass wir nicht die Lieder singen dürfen, weil sie sie auch singen. Denn wir singen sie ja zu unserem Herrn. Wir singen sie zu dem Herrn der Bibel, der Schöpfer Himmel und Erde ist. Wir singen sie zu dem Gott, der den Sabbat gegründet hat, der Menschen geschaffen hat und der uns erlöst hat. Ist es nicht so? Wir singen zu dem Gott. Aber die singen genau die gleichen Lieder. Das ist erschreckend. Und dann sagt Pike auch, was die Geschichte der Zukunft sein soll, wie dieses Reich herbeigebracht wird, welche Kriege geführt werden und wie das Christentum vernichtet werden soll. Aber darüber in einem anderen Vortrag. Es soll geschehen, durch Ordnung aus dem Chaos zu schaffen. Und das ist die Lösung der Freimaurerei. Es steht auf ihren Dokumenten, da ist es, Ordo ab Chao, Ordnung aus Chaos. Hier ist die Hauptloge in England. Und die ist in London. Und wenn wir da die betrachten, man kann da reingehen in den einigen Teilen, das ist als Museum besichtigt. Kann man sich ansehen. Wiederum, der Norden ist immer ein Platz der Dunkelheit, weil der Gott des Nordens ist der Gott der Bibel. Die Zeichen, die wir da sehen, sind die gleichen, wie wir in der katholischen Kirche gesehen haben, das alles sehende Auge. Und was sagt das Enzyklopädie der Freimaurerei? Die sollen uns selber sagen, was das heißt. Sie sagen, es stellt Osiris dar. Es ist Osiris, hat nichts mit dem Auge unseres Gottes zu tun. Die Freimaurer selber sagen, es ist Osiris. Und wenn die Freimaurer es auf der Dollarnote angebracht haben, dann für wen steht es? Für Jesus oder für Luzifer, frage ich euch. Steht doch für Luzifer, für niemand anders. Und alle die Symbole sind Sexualsymbole. Dann ein Ding, worüber die Freimaurer noch sehr, sehr stolz sind, sind, dass sie was bauen hier? Wo stehen sie denn drauf? Auf dem Turm zu Babel. Und sie sind stolz drauf, dass sie ein neues Babylon bauen und sie behaupten, diesmal werden wir siegen. Diesmal werden wir nicht wieder dieses Babylon vernichten lassen. Also sie haben eine sehr starke Verbindung zu Babylon und das werden wir auch in den nächsten Vorträgen sehen. Was sagen Sie hier? Kommen wir fragen Sie. Das sind Zitate von Waite und anderen hohen Freimaurern. Er sagt, was die Freimaurerei betrifft, Babel ist ein masonisches Werk. Also von Anfang an, die okkulten Innengruppe war verantwortlich damals für Babylon und das Aufbauen von Babylon ist ein Freimaurerwerk. Natürlich, hinter ihnen stehen die, wer? Jesuiten, wie wir gestern Abend gesehen haben. Und sie wollen Babylon wieder okkult Luzifer unterstellen. Es ist gut bekannt, schreiben diese Freimaurer, dass der Turmbau zu Babel
war eine alte Tradition der Freimaurerei. Also man kann alles finden, alles ist da. Und die Urheber der Freimaurerei, sagen sie, war Kusch. Und in dem York-Rhythmus war der Turmbau zu Babel ein wichtiges Werk. Und Nimrod war ein Freimaurer. Das heißt, er war ein Eingeweihter in der okkulten Wissenschaft. Was sagt die Bibel über Nimrod? Er war ein Gegner Gottes, ein Krieger gegen Gott. Dann glauben sie auch hier, so wie Blavatsky sagt, Hermes, der Gott der Weisheit, wird auch genannt Tot, Tat, Set, Set und Satan. Also wenn sie sagen, sie beten Set an, was die Freimaurer sagen, dann wissen sie genau, wen sie anbeten, den ägyptischen Satan, denn der war Set. Und dann gibt es noch den Innensatan, den sie versatanisieren, und das ist Jesus Christus. Und noch ein Zitat über dieses Ereignis der Sprachen. Die alte Praxis der Freimaurer, um zu reden, ohne Sprachen zu gebrauchen. Weil Gott so bosartig war, die Sprachen zu verwirren, haben sie eine geheime Sprache in den Symbolen ausgearbeitet. So steht es im Encyclopedia. Hier in England natürlich, die Druden von England sind Eingeweihte in den Geheimnissen Isis. Steht geschrieben hier in ihren eigenen Geschriften. Jetzt, wenn man sich das so überlegt, und man überlegt, dass die führenden Persönlichkeiten im Zweiten Weltkrieg zum Beispiel zu dem Drudenorden der Freimaurerei gehörten. Naja, Winston Churchill war ein hoher Druden-Freimaurer, 33 Grad. Sehr interessant, was da vor sich geht. Bei dem Tempel haben wir gleich den Stern. Und wenn wir da oben hinschauen, bei diesem Tempel sehen wir dieses Symbol da. Wenn wir das ein bisschen näher bringen, dann sieht man genau, die Freimaurer schämen sich nicht, der Welt zu zeigen, wen sie dienen. Sie sind ein Kultus, der die Bibel ersetzt, der aus Yahweh den Teufel macht und aus Lucifer ihren Gott. Sie lehren, dass dieser Gott Lucifer der Sieger ist, der hat ja schon einmal quasi gesiegt und er wird wieder siegen. Und darum stören sie sich überhaupt nicht an die Christen. Sie hassen die Christen und sie hassen die Bibel. Die Freimaurer haben einen Hass gegen Jesus Christus, wie ihr es euch nicht vorstellen könnt. Und dieser Hass äußert sich in allem, was sie tun. Sie sind gezielt, um Jesus Christus aus der modernen Welt zu entfernen. Wenigstens, wenn sie es nicht tun können, auf der Art, wie wir es denken, wie sie es tun würden, machen sie es so, dass dieser Christus, den wir anbeten sollen, nicht mehr der Richtige ist und eigentlich ein anderer angebetet werden soll. Und das tun sie durch viele Glaubensgemeinschaften. So, in den nächsten Vorträgen werden wir zum Beispiel einige große Prediger sehen und wir werden sehen, was sie eigentlich lehren, wo sie dazugehören und wie sie aus ihrem eigenen Mund sagen, wen sie verehren. Wow, das ist erschreckend. Also wir sehen hier eine Bundeslade und dann sehen wir Engel, die an beiden Seiten stehen. Oder sind das Engel? Was für Füße haben sie denn? Sie haben Bockfüße. Also was sind sie? Sind Dämonen. Das ist kein Engel. Es ist ein luziferisches System. Die Bibel sagt im Epheser 5, Vers 8 bis 14, ihr wart einmal in der Finsternis, aber jetzt seid ihr im Lichte des Herrn. Ja, wir sollen leben als Kinder des Lichts. Denn es ist schamvoll, ich weiß nicht, was die genaue Übersetzung ist, um selbst
zu nennen, was diese Bosartigen im Geheimnis tun. Aber alles, was am Lichte bloßgestellt wird, ist für alle sichtbar. Was ich liebe an Jesus Christus, ist, dass er mich nie angelogen hat. In der Bibel steht genau, wer er ist, was er tut, was er vorhat. In der Bibel wird beschrieben, wie sie ihn gehasst haben, wie sie ihn getötet haben und dass sie auch die Nachfolger Christi hassen werden und dass sie sie töten wollen. Heute glauben wir, das Christentum hat ja gesiegt, wir sind alle ruhig, die Welt ist ja meist christlich, die Christen haben die meiste Macht in der Hand, das hat sich alles geändert. Es hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, es ist gefährlicher geworden, weil es Geheimnis, ein Geheimnis wurde. Jesus Christus sagt, ich habe nichts im Geheimen getan. Ist das nicht toll? Jesus sagt, ich habe nichts im Geheimnis getan. Und als der hohe Priester Jesus Christus verhaften ließ, dann haben sie ihn gesagt, was lehrst du denn? Jesus sagt, ich habe nichts Geheimes getan. Frag die. Und so sollen wir auch sein. Wir müssen bereit sein, um unsere Lehren ganz offen zu verkündigen. Ich habe hoffentlich kein Geheimnis. Das, was ich glaube, das sage ich öffentlich. Keiner braucht stöbern bei mir, was ich sage oder was ich glaube. Sie brauchen nur zu den Vorträgen kommen, dann können sie alles hören. Alles ist offen. Und Jesus Christus ist ein Gott seines Wortes. Er sagt, er wird uns behüten, er wird uns beschützen. Und ich glaube, Jesus Christus kann es nicht nur, sondern er tut es. Ich gehe in der ganzen Welt und gebe Vorträge über die schlimmsten Dinge. Und es passieren oft fantastische Dinge ringsherum. Aber ich glaube, solange es notwendig ist, wird Gott mich behüten und beschützen. Ich glaube es ganz hundertprozentig fest. Ich habe so viele Erfahrungen gemacht mit Gott, dass ich ihm absolut 100% vertraue. Und ich brauche mich nicht fürchten, denn der Glaube treibt was raus. Was sagt die Bibel? Die Furcht geht weg. Denn Jesus sagt, verkündige mein Königreich. Dieses Königreich, über das wir reden werden in den nächsten Tagen, ist nicht das Reich Gottes. Denn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Sagt er das nicht? Ja. Und eines Tages wird er sein Reich aufbauen auf dieser Erde. Aber erst kommt das Reich Satans und Christus wird uns erlösen. Wir brauchen keine Angst zu haben. Jetzt morgen Abend, bringt eure Bibeln mit, dann werden wir mal ein bisschen schauen hinter den Kulissen, wie raffiniert er arbeitet. Und es ist immer noch möglich, die volle Wahrheit zu wissen, denn Jesus sorgt dafür, dass sein Wort nie verloren geht. Bis zum Ende der Zeit. Danke.